Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu deinem nächsten Part von Broken Sword, dem fünften Teil der ganzen Serie. Und nun sind wir in einer Höhle. Wir sehen hier eine Leiche. Das muss sein. Dann war sein Leichnam schon seit Jahrzehnten hier. An der Seite seines Kopfes war ein Einschussloch. Er hatte hier festgesessen wie wir und hatte den Freitod gewählt. Jein, wenn der Herr die Kanüle hinten hat. Ich hob die alte Pistole auf. Sie war so stark verrostet, dass sie nie wieder schießen würde. Wie lang sitzt der Herr denn schon hier? Und die Inschrift, Ex Luce Veri. Ex Luce Veritas, durch Licht zur Wahrheit. Wohl verkackt er hier. Dieselben Worte hatte ich auf dem Fresko in Castel del Sanz gesehen. Ob das einen Zusammenhang hat? Und der Hut. Ein Filzhut, genau wie der in Genens Truhe im Kastell. Die Jahre waren nicht spurlos daran vorübergegangen. Ja. Filigran. Der eiserne Ring saß in einem verschnörkelten Rahmen um die Öllampe. Zum Glück haben wir Licht gefunden, ansonsten wäre es hier ziemlich kacke gewesen. So, und das hier ist das Verlies oder sozusagen den Raum, den wir gefunden haben, meine Freunde. Und somit eigentlich gefangen sind, weil am Anfang des Tunnels ist eine Öffnung, die versperrt ist von einer riesen Steinkugel oder Steingedingse. Naja, und wir haben Säulen hier in der Umgebung. Alles klar und düster. Die Säule war wie ein Baum geformt und blau bemalt. Ich glaube, das sollte den Baum des Wissens darstellen. Und der andere? Oder die andere Säule? Die Säule hatte die Form eines Baumes und war grün bemalt. Ich wusste, das sollte der Baum des Lebens sein. Und wenn wir das Ding in die Mitte legen, mit Maria das vereinen? Wäre nutzlos. Nutzlos, wieder mal nutzlos. Und Nico? Schau dir diesen alten Schießprügel an, echt antik. Hey, pass auf, wo du damit hinzielst. Der macht nichts mehr so lange. So, und können wir das Ding da hinein? Das lohnte sich nicht. Okay, das lohnte sich nicht, meine Freunde. Hier rumzusitzen lohnt sich auch nicht. So, die Karte unter den Genens Armen hervor. Vielleicht hat es im Licht des Tages lassen die Worte ja einen Hinweis. Nö. Oh. Das wollte ich nicht. Der Übersetzung zufolge hatte irgendein... Die Symbole auf der Tafel... Und wenn wir den Tisch näher anschauen und dann das Ding ins Licht halten... Das wollte ich nicht ver... Nur. Das würde niemand. Wie hat denn der Typ das gesagt? Halt die Karte hoch vor die Lampe. Die Worte verschwinden und. Die Karte. Was meint er mit der Karte? Das hier oder was? Das hätte. Das wollte. Sieht hier eine Lampe außer hier? Außer die da? Die rechts? Bin ich blöde? War das Foto oder was? Die Karte. Was wird hier als Karte bezeichnet? Das hier? Das ist ein Foto, das ist keine Karte. Ist auch ein Foto, nehme ich mal an. La Malediktio. Was ist mit die Karte gemeint? Simeons Unterlagen. Das wollte.
Daddy auch nicht. Oder die Karte, die er noch in der Hand hält. Ich zog die Karte unter dem Arm des Toten hervor. Das hätten wir dann auch gelöst. Sah aus, als habe Genen eine Art Testament auf seine Karte gekritzelt. Freunde, ich weiß, dass ihr mich irgendwann findet, aber bis dahin ist es zu spät. Ich habe die Tabula enträtselt und weiß, unser Schicksal liegt im Paradies. Wir haben den Schlüssel zu Gottes Macht. Wenn ich jetzt sterbe, dann in dem Wissen, dass ihr meine Arbeit vollenden könnt. Sagt meinen Lieben, dass ich in Ausübung meiner Pflicht starb und mein Leben mit Freuden der Sache opferte. Im Licht des Tages verblassen diese Worte wie unsere Seelen. Doch seid versichert, ihr Echo wird uns an den Ort führen, wo wir uns dereinst wiedersehen. Ich bin nicht sicher, aber der schlaue alte Genen hat in seinem Testament wohl eine Geheimbotschaft hinterlassen. Ja, und wir wissen es ja auch schon, ich Depp. So, einfach die Karte ans Licht. Als sich die Karte der Flamme näherte, begann sich etwas zu verändern. Die Schrift auf der Karte reagierte auf die Erwärmung. Ich glaub's ja nicht! Was ist denn? Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wären die Orte auf der Karte diejenigen, die auf dem Foto markiert sind. A, B, C, D, E. Was bringt mir das? Sorry, aber... Hä? Was müssen wir dann lösen als nächstes? Was sehe ich mir jetzt? Ja, genau. Ach so, einfach das hier. Die Symbole auf der Tafel ähnelten denen auf der Vorderseite der Tabula Veritatis. Oh. Wenn Genens Übersetzung stimmt, steht La Hak Se für das Sonnenstadtreich. Zu diesem Symbol hatte Genen ein rotes A geschrieben. Genau. Shi Xe ist mit Bergreich übersetzt. Neben das Symbol hatte Genen den Buchstaben B geschrieben. Genau, haben wir auch vorhin gesehen, du Dummkopf. Xe bedeutet anscheinend zweistromreich. Und die E ist. Wenn Genens Übersetzung stimmt, bedeutet La Yi Shi Sonnenuntergangsberg. Klingt wie ein Fahrgeschäft in einem Vergnügungspark. Und der E. Wenn Genens Übersetzung stimmt. Aufstehende Stadt? Genau. Hatte das etwas mit den geheimen Markierungen auf. Was machen wir jetzt? Wenn die Buchstaben denen in Genens Übersetzung entsprachen, musste dies das Bergreich sein. Und das A? Wenn der Buchstabe dem in Genens Übersetzung entsprach, musste hier die Sonnenstadt liegen. Und D? Wenn dieser Buchstabe derselbe Ort wie der mit D markierte in Genens Übersetzung... Ja, Sonnenberg und hier unten noch... Und nun, was bringt mir das weiter? Sorry Leute, aber... Hab ich ja gemacht, aber der wollte das nicht. Nee, ich... Das war beinahe eine... Das würde niemand... Nö, würde nicht klappen. Das wäre... Demnach D, oder was? Das los. Hä? Ich habe genau das gemacht. Foto? Was? Komm hier das Foto mit der... Ich Doofkopf. Das ist die Tabula. Das würde niemals... Das würde... Niemals funktionieren. Hä? Das... Ich schätze mal die... Ihren Zweck herauszufinden. Hier waren die Symbole. Der senkrechte Balken der Tabula wies eine Reihe sonderbarer Symbole auf. Diese Symbole waren genau wie die auf dem Foto von der Tontafel.
Gut, und können wir jetzt das verbinden? Oder wie sieht das aus? Ob Genens Notizen auf dem Foto beim Dechiffrieren der Tabula helfen würden? Ich denke, vielleicht. Die Hieroglyphen von der Tabula Veritatis siehst du oben auf dem Bildschirm. Wähle erst ein Symbol aus und dann auf der Liste rechts das Wort, das du für die korrekte Übersetzung hältst. Insgesamt gibt es 36 Wörter in 3 Zwölferlisten. Mit einem Button kannst du zwischen den Listen hin und her springen. Genen hat das geschafft, die Hieroglyphen auf der Tontafel zu übersetzen. Und die stammen aus der gleichen Sprache wie auf der Tabula Veritatis. Seine Übersetzung steht unten auf dem Bildschirm und du hast damit alles, was du brauchst, um die Tabula Veritatis eingeritzten Schriften zu entschlüsseln. Na gut. Such es mal zwischen Verbindungen. Hä? Was soll das mit 1 sein? Ach so. Ich begreif's nicht. Hä? Ende Sond war die Tag. Warte mal hier. Haben wir keinen so ein Dingse? Sonnenstadtreich? Ist auf jeden Fall Sonnenstadtreich. Ich denke mal, das ist die Sonne wegen A. Also La. Könnte es die Sonne sein? Ich habe keine Ahnung. Sonne? Da tut sich nichts, aber okay. Also ehrlich gesagt, Leute, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Nicht weiter. Die meisten Wörter sind aus mehreren Wörtern zusammengesetzt. Der Sonnenkönig beispielsweise besteht aus einem Kreis für Sonne und einem V für König. Gen hat schon die Wörter übersetzt, die du brauchst, aber du musst nochmal ein wenig um die Ecke denken. Okay, um die Ecke denken geht auf jeden Fall... Nein, nicht der Hammer! Hä? Was war das? Also, Sonnen und König. Das heißt, alle mit Kreisen, zum Beispiel der da oben, ist der Sonnen. Irgendwas mit Sonnen. Sonnenstadt? Ist hier irgendwo Stadt drinne? Sonne. Sonne ist ein Kreis. Das heißt, bei A ist der Kreis eine Sonne. Und die Stadt kann dann das große wie eine Schale sein. Und das Reich da. Strom. Was ist so ein Strom? Zwei Strom. Reich. Reich. Die zwei Striche sind reicher. Bei A und C ist ja reich beiderseits. Das heißt, das hier unten ist ein Reich. Aber das M... Brennendes Reich. Zweistromreich. Sonnenberg. Das ist ein Sonnenberg. Oder sowas. Warte mal, der Berg. Wo haben wir den? Berg, das ist kein Berg. Ist aber eine Sonne und irgendwas mit Sonne. Sonne, nur eine Sonne alleine kann es ja nicht sein. Und eine Stadt, habe irgendwo eine Stadt oder so. Aufsteigende Stadt. Mit E, links unten markiert. Aufsteigende Stadt. Strom, Sonnenuntergangsberg. Muss irgendwo... wie einen Sonnenstadt oder so. Keine Ahnung, ob es wirklich so ist. Stimmt. Und das... Wo haben wir denn das hier unten bei der Übersetzung?
Aufgehen, das ist ein Aufgehen. Also anfangen oder wie? Eine aufsteigende Stadt kann da nicht sein. Es ist ja aufsteigen, also war die Tag, Woche, Reise, Garten, Freunde, Frucht, Wüste, Fluss, Pferd, Rot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Nord, Süd, West, Anfang. Also der Aufgang ist sozusagen der Anfang. So, und dann das hier auf jeden Fall, das würde mich noch interessieren hier. Könnte das, weil Laon Ai der Sonnenkönig sah und bei La Ji Lu ist ja das Ei das gleiche. Sieh den Aufstieg zur Göttlichkeit. Sonnenkönig sah. Hä? What the fuck? Ai, Volk auf Reisen sehen. Sah. Also das Ding ist sehen. Kann das auch ein See bedeuten? Kann das irgendwie mit Seva zu tun haben? Und das auf jeden Fall was mit mit Sonne. Sonnenaufgang, weil ja Anfang ist ja die Sonnenuntergang, aufgehende Stadt, Sonnenstadt. Ist ja auch nicht ganz. Es ist ja ein Sonnenaufgang oder sowas in der Art. Weil ja das Kreuz heißt ja Aufstehen, also Sonnenaufgang. Heißt dann zwei, oder das heißt Untergang. So ein Untergang, weil es ja gleich größer irgendwas in der Zeichen hat. Nehme ich mal an, also Feind Gottes Haus. Ist das ein Haus? Sonnengotthaus oder was? Sonnenstadt? Aufgehende Stadt. Haben wir irgendwo Stadt hier unten? So ein Untergangsberg. Sonnenuntergang. Nur eine ist der Untergang. Das heißt Untergang. Weil Sonne ist ja der. Bei D zum Beispiel La Ji. Sonne ist ja La. Und Untergang ist demnach das Pluszeichen, aber die andere Richtung. Das heißt, es ist Sonnenauf- und Untergang. Es ist ein Zweistromreich, weil es links. Nee, Zweistromreich haben wir hier unten irgendwo gehabt, ne? Sonnenstein. Meine Fresse, das ist so verkackt, scheiße, schwierig. Es geht aber nach Westen. Der Anfang ist es ja nicht, das haben wir schon gesehen. Sonne, 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 Sonne. Kann das hier? Das könnte doch der Sonnenuntergang sein. Aber nicht Untergangsberg, sondern einfach Sonne. Ich denke mir nicht mehr. Stadt. Ist das, Stadt. Irgendwo muss doch hier Stadt sein. Vier Siege. Das L ist auf jeden Fall mal vier. So, vier. Das sollte stimmen. So, das sollte wirklich stimmen. Strom aus Blut. Haben wir irgendwie noch? Machen wir das gleiche beknackte Zeichen? Oder wie ist das? Wo ist das Ganze? Strom aus Blut. Haben wir hier Strom oder Blut? 1, 2, 3, 4, 6, 7, Norden, Süden, Osten, Anfang. Strom oder Blut? Das könnte auch einfach ein Bergreich sein. Oder das hier könnte ein Anfangsstrom sein oder so, wenn ich mal richtig interpretiere.
heilige Scheiße hier. Wenn das eine 4 ist und ein Strich da, meine Freunde. Ist das eine 5 oder was? Hä? Oder sind um 3, warte mal. Königsreich. Also, wenn wir jetzt mal das F, das zweite von links oben anschauen, ist ja 3 steht da für F. König steht da für das V und Reich für das 2. Das heißt, das ist ein umgekehrtes 3. Was heißt ein umgekehrtes 3? Schön blöde. Ein umgekehrtes 3. Also, ich könnte nicht andere aus einer 3, aber... Oh, sorry. Aber, das ist echt schwierig, meine Freunde. Und das letzte, sie den Aufstieg zur Göttlichkeit. Das ist also super. Haben wir hier irgendwo noch so ein Kreuz nach links? Aufstieg, das ist ein Aufstieg. Aber einen Aufstieg haben wir hier nicht. Sondern aufsteigende Stadt mit einem Kreuz. Und haben wir irgendwo Stadt, aufsteigende Stadt. Haben wir das hier. Das ist eine aufsteigende Stadt. Auf jeden Fall eine aufsteigende Stadt mit noch mehr dran. Weil es ist ja noch ein Reich, ein aufgehendes Reich oder so. Könnte das hier einfach auch Fluss bedeuten? So mal so durchs Blaue geraten oder in dem Fall durchs Rote. Aber... Meine Freunde, ich glaube, das Rätselraten werden wir hier beenden und morgen oder in der nächsten Episode weiterfahren. Bis dahin, einen schönen Tag und bis dann. Ich rätsel mal ein bisschen weiter. Oha.